Hi, ich bin Timo. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in unserer kleinen gemütlichen Spielecke. Freut mich, dass ihr da seid. Vorneweg noch ein paar News. Und zwar zum einen habe ich vor ein paar Tagen das Batman-Video hochgeladen, Regelvideo. Und da möchte ich ganz kurz nochmal zu sagen, es ist einfach ein richtig klasse Spiel, das im Moment auch super zu bekommen ist. Denn der Kickstarter wurde ausgeliefert und total viele verkaufen es wieder, ohne es je gespielt zu haben, weil sie abgeschreckt sind von diesen furchtbaren Regeln und diesem Regelvideo, das es da gibt und all dem, was damit zusammenhängt. Greift zu, wenn ihr es irgendwo kriegen könnt. Ja, guckt euch mein Regelvideo an, es lohnt sich, super Spiel. Macht das. Ja, richtig klasse Ding. Dann haben wir gestern, wir sind Christoph von Better Board Games und ich wieder den ganzen Tag darauf verwendet, am Musikvideo zu schneiden. Und es geht tatsächlich inzwischen in die finalen Züge und es wird noch vor der BerlinCon, so hoffe ich, erscheinen. Ja, BerlinCon ist ja am 15., 16. rum, meine ich. Das Wochenende, der wievielte das genau ist, ist der 18. Jedenfalls, ich merke mir so, am ersten Wochenende der großen Ferien in Berlin ist die BerlinCon, wo Hummel und ich auch sein werden. Und wenn ihr uns mal treffen wollt und nicht hier im Ruhrgebiet seid, dann kommt vorbei und trefft uns in Berlin. Gerne sprecht uns an, quatscht mit uns. Wir werden Freitagabend da sein und am Samstag werden wir auch da sein bis so Nachmittag, späten Nachmittag, bis unser Zug wieder nach Hause fährt. Und vorher wird das Musikvideo rauskommen. Wir werden das noch fertig machen. Ich arbeite auch gerade daran, noch ein paar Songs fertigzustellen für ein Album, das ich auch hochladen werde. Und Ran ans Brett ist dann eben quasi die erste Single-Auskopplung mit Video. Das Video werdet ihr hier sehen. Die anderen Songs werde ich dann auch darunter verlinken, dass wer Bock hat, sich die dann auch runterladen kann. Dann gibt es noch was spontan, weiß ich nicht, wann dieses Video online gehen wird, weiß ich noch nicht genau, denn wir haben gerade seit 2 Tagen kein WLAN mehr. Das heißt kein WLAN, WLAN schon, aber kein Internet. Aber nach mehreren Telefonaten kann ich euch sagen, die tun mal sie grün, und damit es ganz schnell wieder laufen wird. Mal sehen, wie lange das sein wird. Grund für dieses Video heute ist aber ein anderer. Ich habe ein Päckchen bekommen, das sehr liebevoll gefaltet und eingepackt wurde. Und ich weiß schon, was drin ist. Und euch möchte ich das natürlich auch zeigen. Deswegen gibt es jetzt ein Unboxing dazu. Heute, so viel kann ich schon verraten. Das heißt verraten, steht ja auch schon in der Beschreibung des Videos. Gibt es kein Spiel, sondern ein Brettspielkalender. Ein Brettspiel Charity Kalender 2020. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich sehr, euch endlich den fertigen Kalender übersenden zu können und möchte euch zunächst einmal herzlich für eure Teilnahme danken. Hier einige Hinweise. Bla bla bla. Der Kalender feiert seine Premiere auf der BerlinCon und kann dort für 15 Euro erworben werden. Nur Barzahlung möglich. Verkaufsort Boardgame Digger Community Treff am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr. Die Vorbestellung über den Shop beim Boardgame Digger mit Versandoption Selbstabholung BerlinCon ist ebenfalls möglich. Bitte hier unbedingt die ausgedruckte Bestellbestätigung bzw. Rechnung mitbringen. Online-Bestellungen sind ab sofort unter www.boardgamedigger.de in der Rubrik Brettspiel Charity Kalender möglich. Die Auslieferung findet jedoch erst nach der BerlinCon statt. So, herzliche Grüße Svetlana. Gucken wir uns mal an. Ordentlich verpackt. So sieht er aus, der Brettspiel Charity Kalender 2020 mit Katze und Mops und Digger drauf. Ah, der ist so richtig gut gelungen. Gucken wir mal rein. Liebe Brettspiel-Community,
ich glaube, das kann ich auch, ohne zu viel zu verraten, mal vorlesen. In unserem kleinen Brettspielkosmos ist in mir die Idee gewachsen, gemeinsam mit euch etwas für eine gute Sache bewirken zu können. Mit Hilfe anderer Brettspiel-YouTuber habe ich für euch nun meine Idee dieses Brettspielkalenders nach vielen Stunden Arbeit umsetzen können. Angelehnt an unser Format Board Game Kitchen haben sich 25 Menschen angeboten, mich bei diesem Projekt zu unterstützen und mir ihre absoluten Lieblingsspiele wie auch ihre absoluten Lieblingsgerichte für einen gelungenen Spieleabend verraten. Einige Rezepte habe ich ergänzt. Das Ergebnis dieser Idee haltet ihr nun in der Hand. Der vollständige Gewinn unserer Charity-Kalenderaktion geht an folgende Organisation: Löwenkinder, Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V. in Viersen und Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich, Wilhelmshaven. Ich bedanke mich bei allen teilnehmenden Kanälen und vor allem bei unserer eigenen wundervollen Community, ohne die dieser Kalender nie entstanden wäre. Herzliche Grüße, eure Svetlana, Boardgame Digger. Eine richtig gute Sache und ich weiß, dass Svetlana da sehr viel Arbeit reingesteckt hat und sehr viel Mühe und auch darum bemüht war, zwei Einrichtungen zu finden, die unterstützt werden, die ein hohes Maß an Transparenz bieten, wo das Geld dann letztendlich auch hingeht und dass es dann auch ankommt bei diesen Kindern und Jugendlichen und dass es nicht irgendwo versickert in irgendwelchen Taschen oder in irgendwelchen Verwaltungskram, sondern dass es auch wirklich dort ankommt und da viel Recherche betrieben hat und auch mit verschiedenen Organisationen telefoniert hat, um das auch sicherzustellen und dass ihr wichtig ist, dass nicht nur die Organisation, sondern sie selbst auch ein hohes Maß an Transparenz bietet, damit man das Ganze auch nachvollziehen kann, sodass, wenn ihr euch diesen schicken Brettspielkalender kauft, diesen hier, abzüglich der Produktionskosten die komplette Summe wirklich an diese beiden Organisationen gespendet wird und selbst der Digger, der diese ganzen Kartons haufenweise zusammenbasteln muss, nichts dafür abgreift. Und natürlich neugierig und werfe auch direkt einen Blick rein. Ach, das sieht ja cool aus. Ein paar richtig coole Typen dabei. Auch ein paar merkwürdige Pfeifen. Ja, muss ja auch mal geben. Und ach, diese Achterbahn, ja cool. Die Dinos. Und der Dude. Und Alex und Pete. Und coole Sachen, coole Sachen. Also, bestellt ihn euch vor, kauft ihn auf der Brettspielkon bar, Zahlung nur, oder bestellt ihn vor und holt ihn da ab auf www.boardgamedigger.de oder lasst ihn euch nach Hause liefern und macht dem Digger einen ordentlichen Haufen Arbeit mit dem Zusammenfalten und Verschicken. Das ist eine richtig coole Sache und es ist auch ein richtig schöner Kalender, denke ich. Mit ein paar leckeren Rezepten da drin, ein paar schönen Bildern und es ist auch ein schönes Geschenk und macht reichlich davon Gebrauch. Bestellt es nach Möglichkeit, so wie ich das gehört habe, gerne recht früh vor, damit die Sveti auch weiß, in welcher Auflage sie die bestellen muss, damit das Ganze auch reibungslos vonstatten geht. Ich bedanke mich für euer Einschalten heute wieder. Wir sehen uns bald wieder hier mit spätestens dem Musikvideo. Aber ich denke, vorher wird es auch noch ein, zwei Rezensionen geben. Ich habe noch ein paar coole Sachen reinbekommen, habe auch noch ein Let's Play geplant. Aber das werdet ihr hier in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass dann das Internet wieder funktioniert hier und ich das Ganze nicht über mein Handy ewig hochladen muss. Das wird schon hinhauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. High five? High five? High five? High five? High five? Lucky Lux? Lucky Lux?